und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wir befinden uns jetzt in der sonnigen Ebene und ich hatte euch ja schon in der letzten Folge versprochen, dass wir... mal was ausprobieren. Nee, okay, das funktioniert damit nicht. Dass wir jetzt hier oben die Ebene freischalten werden. Da bist du ja! Warst du schon in den vergessenen Ländern? Ach, was rede ich? Natürlich nicht. Der Weg dorthin ist von Nachtdornen blockiert. Die solltest du lieber beseitigen. Okay. Bravo, Gameplayerin. Dein Weg zum vergessenen Land ist frei. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Er hat's doch gemacht. Oh. Diese Nachtdornen sind wie schlechte Gedanken und irgendwas mit Kontrolle, habe ich gerade gesagt. Kann man die damit irgendwie gießen? Nee, anscheinend nicht. Ich dachte, das ist sowas wie bei Anna oder so, ne? Das mit dem Feuer. Mal schauen. Das sind doch die gleichen, oder? Ja, Stachelbeeren. Hm. Okay, die kann man nicht einfach so nehmen. Oh hier, Krähe! 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 Hallo! Hallo, Krähe! Ich liebe Krähen. Ich will dich haben. Ich will dich haben. Komm her. Was fressen Krähen? Ich hab's vergessen. Ich geb dir erstmal eine Beere. Nein? Die will mich verarschen. Die ist einfach abgehauen. Oh Gott. Ich will so eine Krähe haben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Kann man die... Die kann man wahrscheinlich nicht aufnehmen hier, ne? Oh, Moment, da ist aber noch was. Doch, du sollst das nur ausbuddeln. Komm, buddel das aus. Ich will nicht, dass das so verbuggt ist wie das eine neben dem Haus. Ach so, ansehen. Ach, komm. Oh mein Gott. Okay, ansehen. Ja, von mir aus. Ich dachte, das wäre was zum Ausbuddeln. Es gibt einen dunklen Ort am Rande des Tals. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, fühle ich mich innerlich traurig und kalt. Vielleicht könnten wir ihn dekorieren und etwas heller machen. Okay. Hier können wir auch wieder angeln. Dann... Hier gibt's den Ingwer. Wie geil, wie geil, wie geil. Können wir mit euch irgendwas machen? Mit euch Dorn? Was ist denn das für ein Häuschen? Sieht so ein bisschen Cinderella-mäßig aus, wegen der Kürbisform halt, ne? Ah, und den kann ich nicht freischalten, weil ich kein Geld habe. Sei gegrüßt, Nachbar. 5000 brauche ich dafür, okay. Das müsste eigentlich der berühmt-berüchtigte Stand sein mit den Kürbissen. Ach, deswegen auch die Kürbisform wahrscheinlich. Und ich habe so lange... Oh, was ist das? Das kann man einfach so aufheben hier, auch nicht schlecht. Ich habe so lange, wollte ich da hin und es ging nicht. Okay, das ist Gold. Oh, was ist das denn alles? Werkzeugregal? Oh. Okay. Das war ja mal cool. Was war denn das für ein Holz? Dunkles Holz. Okay. Wir schauen uns jetzt einfach mal so ein bisschen um, machen das Ganze hier mal ein bisschen frei. Auch wenn ich hier nicht allzu viel sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Was bist du? Ein Apfelbaum, oder? Ja, das ist ein normaler Apfelbaum. Okay. Ah, da ist auch ein Schnellreisepunkt. Das ist gut. Ist nur schlecht, dass ich jetzt immer noch kein Geld dafür habe. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also nicht das hier, sondern... Was ist das eigentlich? Aha. Festlicher Ohrenreif. Okay, Kristall. Okay, was bist du denn hier? Muss ich da irgendwo ein Kristall draufstellen? Wahrscheinlich erst, wenn ich eine Quest habe, denke ich mal, ne? Okay. Oh, die konnte ich jetzt nehmen. Entferne kleine Nachtdornen, stand da gerade? Moment, Moment. Wir müssen mal gucken. Da ist auch Seetang, glaube ich, gewesen.
Was? Wieso ist Vajana jetzt hier? Mit der hätte ich jetzt ehrlich gesagt als letztes hier gerechnet. Was bist du denn für ein Ding? Festlicher Seeteufel. Oh mein Gott. Okay, darf ich ihn mal raus? So, Seetank, sehr schön. Ich hoffe, du weißt, wie toll du bist. Ja, klar weiß ich das. Danke. Aber du bist auch toll. So. Das, ja, das sind wieder die gleichen, die Stachelbeeren. Schauen wir mal, was wir hier alles noch so von den Nachtdornen kriegen. Ach, die ganzen Kisten, das ist... Liegt doch irgendein Fluch drauf oder sowas, oder? Ingwer, sehr schön. Ernte drei Gewürze, sehr schön. Hier liegt einfach so Gold rum, auch nicht schlecht. Moment, das ist gar kein Stein hier. Das ist Leben, glaube ich. Da gucken wir auch mal. Na komm. Da kriegen wir auch Gold raus, okay. Da haben wir noch eine Kiste. Die schauen wir uns natürlich an, weil da sind jetzt keine Klamotten drin, okay. Ich wollte gerade sagen, weil es kann ja schon mal sein, dass da irgendwelche Klamotten drin sind und dann ärgert man sich nämlich sonst. So, das heißt, dass ich die Bäumchen und so, dass ich die dann auch nach vorne stellen kann. Das mache ich natürlich offline. Ich fühle mich, als wäre ein Loch in mir. Nein. Ich fühle mich, als wäre ich größtenteils ein Loch mit nur einem kleinen Teil der Person, die ich einst war. Ich fühle mich so allein. Ingwer. Zack. Mal das. Komm, heb auf. Kann man das nicht irgendwie das kann man nicht benutzen. Hätte ja klappen können. So, das nehmen wir natürlich alles mit, was wir hier finden. Und was ist das denn eigentlich? Ah, Lauchsamen. Sag mir bitte, dass wir dann hier Lauch bekommen, beziehungsweise Lauchsamen. Das wäre natürlich genial. Hier können wir jetzt auch runtergehen. Das ist rosa. Das ist rosa. Cool. Das ist aber das erste Mal, dass wir den haben, oder? Das heißt, wir können jetzt hier komplett auch die andere Seite mal machen. So. Das ist richtig geil. Die nehmen wir natürlich alle mit hier. Kann man nie genug von haben. Braucht man immer wieder, habe ich festgestellt. So, die hatten wir auch noch nicht. Was ist das hier? Kann man das? Nö, das kann man nicht mitnehmen. Oh, Seetang. Seetang und eine Nachricht. Oder keine Nachricht. Versucht immer, mich dazu zu überreden, Käfer zu essen. Ich habe Timon gesagt, dass mir Brot oder Bananen lieber sind. Aber er besteht darauf, dass ich nur einen Käfer probieren müsste, um zu sehen, dass... Hakuna Matata. Ja! Richtig nice. Aber jetzt so richtig was machen können wir hier. Das ist natürlich wieder blöd, dass man dann wieder nicht... da vorbeikommt und so. Das, ja, ich werde es nie verstehen, warum das dann zu ist, wenn man sowieso hier hin kann. Warum man dann nicht wenigstens was gemacht hat, ja, dass man halt vorher quasi schon die Möglichkeit hatte, das wegzumachen. So. Hinten habe ich auch Baumwolle, glaube ich, gesehen. Oh, oh. Ich weiß, dass du irgendwas gerne frisst, was ich nicht habe. Ich gebe dir jetzt mal eine Beere. Nee, möchtest du nicht?
Oh. Dann kann ich leider nichts für dich tun. Oha. Was war das? Rote Glockenblumen. Oh, sehr schön. Verteile Bubble Tea. Keine Ahnung, wie ich den jetzt herstellen soll. Oder kaufen soll oder was auch immer. So. Ich finde überhaupt, Dreamlight Valley ist ein sehr, sehr entspannendes Spiel. Also kommt natürlich drauf an, wie ihr das Ganze spielt. Wenn ihr das ähnlich wie ich spielt, dann könnt ihr euch dabei tatsächlich entspannen. Wenn ihr aber natürlich durch die Gegend hetzt und dann, also wie ich es jetzt gerade so ein bisschen mache, immer so guckt, oh, das kann ich noch einsammeln und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen, dann ist es vielleicht nicht ganz so entspannend, aber komme ich da ran? Ich finde es halt unheimlich schön gemacht. Das Einzige, was mich ehrlich gesagt ein bisschen sauer gemacht hat, dass man mir heute gesagt hat, dass angeblich, ich weiß nicht, was dahinter steckt, ob das bestätigt wurde oder nicht oder wie auch immer, also angeblich wäre das offiziell, dass das Spiel, wofür wir jetzt alle 30 Euro bezahlt haben, oder vielleicht diejenigen im Angebot halt was günstiger, dass das wohl demnächst komplett kostenlos sein wird. Das finde ich, wenn das denn wirklich so sein sollte, wäre eine komplette Verarsche und absolut kontraproduktiv natürlich, weil das, wer lässt sich schon gerne verarschen? Also wer kauft schon gerne für, nein, ich habe keinen Platz mehr. Wer bezahlt schon gerne für was, was er halt eben kostenlos haben könnte? Nehmen wir das mal eben ab hier. Dann nehmen wir die gelben auch noch mit. So. Aber jetzt so, da kann man nichts mehr machen. Jetzt sowas extrem Tolles haben wir jetzt hier nicht gefunden, sage ich jetzt mal einfach nur. Das weiß ich gerade gar nicht, wie ich jetzt wieder zurückkomme. Ich muss überhaupt mal eben gucken. Haben wir jetzt das Ganze freigeschaltet? Das Wasser da oben. Konnten wir da auch hin? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Also hier kann man hoch. Da liegt schon wieder Gold rum. So. Ach so, das war das Wasser, was hier vor war. Okay, da ist aber auch nochmal Lehm oder so. Na gut. Haben wir das schon? Können wir das nehmen? Können es auch nehmen. Okay. Das ist zu viel. Na gut. Gut, hier kann man dann entsprechend auch was kochen. Also diese Ranken, die finde ich ja halt so komisch. Kann natürlich sein, dass die dann irgendwann weggehen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier sehr, sehr viel jetzt gefunden. Hier haben wir auch noch so ein Kristall. Kann man die einsammeln können? Ja, dann können wir ja noch mehr davon holen. Ja, du willst ja nicht, dass ich mit dir rede. Ihr wollt ja alle nicht das Futter haben, was ich habe. Aber ich habe halt nun mal nichts anderes. Da kann ich ja auch nichts für. So, okay. Also ich muss auf jeden Fall, muss ich dann gucken, dass ich so ein bisschen grinde. Und Hiska. Ich sehe nämlich noch einen anregenden Gespräch. Du willst ja gar nicht mit mir reden. Du sagst ja immer nur, denk an die Kugel. Soll ich dir denn immer wieder alles von vorne erzählen? Bla, bla, bla. Ja. Ne? So. Wir wollten noch die Sache mit Goofy machen, fällt mir gerade ein. Genau. Wo ist der Kerl denn schon wieder? Ist er schon wieder am Essen? Nee. Ach so, Remy wollten wir auch noch machen. Ah. Den hatten wir ja eigentlich schon angefangen, ne? Den sollten wir auch mal beenden, ehrlich gesagt. Falsche Richtung. Weil wir kamen ja nicht weiter. Man musste ja dreimal für jemanden kochen. Es tut mir leid, Remy. Bonjour. Vielen Dank, Gameplayerin. Während du die Bestellung übernommen hast, habe ich die Küche organisiert. Ich habe die Messer geschärft, das Gewürzregal organisiert. Jetzt kann ich die Bestellung schnell genug abwickeln, um die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen. Du hast eine großartige Arbeit geleistet. Komm jederzeit wieder vorbei. Bravo! Okay, ich kann mit ihm reden. Er hat aber keine neue Quest, oder?
Nee, er hat keine Neuquests. Aber du darfst mir gerne was über dich erzählen. Weißt du, wie viele unterschiedliche Köche, weißt du, wie viele Köche es gibt? Oh. Es gibt Sous-Chefs, Soßenköche, Konditoren, die Liste ist lang. Das wissen wir doch alle. Na gut, was ist ein Sous-Chef? Oh, ein Sous-Chef ist sehr wichtig. Er ist für die Küche verantwortlich, wenn der Chefkoch nicht da ist. Ein Sous-Chef muss wissen, wie alles funktioniert. Das klingt hart. Deshalb bräuchte es jemanden, der extrem qualifiziert ist. Als du in Paris warst, warst du mein Sous-Chef. Au revoir! Okay. Na gut. Aber der ist noch nicht hochgelevelt. Okay, dann... Aber ich meine, immerhin konnten wir das abgeben. Das war jetzt nicht allzu viel, was wir machen konnten, aber... Immerhin konnten wir das abgeben. Was müssen wir denn machen? Ihn auf Level 10 bringen. Ist kein Thema, dann nehme ich ihn das nächste Mal mit, wenn ich... Ach so, ja, er braucht ja diese Herausforderung. Dann nehme ich ihn das nächste Mal mit, wenn ich ernte. Sie möchte nicht, dass ich mit ihr spreche. Ich weiß nicht, warum. Immer wenn ich Ariel suche, ist sie irgendwo verbuggt. Entweder ist sie hier unten verbuggt. Jetzt ist sie aber gerade in ihrem Zuhause, glaube ich. Moment, jetzt muss ich mal schauen, ob ich mit ihr sprechen kann. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil ständig, wenn ich versucht habe, mit ihr zu sprechen, hat es nicht funktioniert. Dann war sie da hinten, da habe ich noch ein Bild von gemacht, war sie in dem Felsen drin, guckte mit ihrem Zombie-Blick und ein bisschen von dem Haar konnte man sehen. So in meine Richtung. Ich wollte gerade sagen, bist du das jetzt hier? Hallo. Hallo. Lebst du gerne hier? Seit ich in dieses Dorf gekommen bin, habe ich viel über Menschenkram gelernt. Warum testest du mich nicht einfach? Nenne mir den Namen eines Menschenobjekts und ich werde dir sagen, wofür es verwendet wird. Gabel. Oh, das ist einfach. Damit kämmt man sich die Haare. Ja, nein. Ich glaube, der bekanntere Name für Gabel ist Dingelhopper. Oh, ja. Ich bin dran. Ich nenne dir den Namen von Menschenkram und du sagst mir, wofür es ist. Weißt du, was ein Snarfblatt ist? Was war das nochmal? Moment. War das eine Trompete? Die hat dort reingepustet, glaube ich, oder? Das ist richtig. Wow, du kennst dich wirklich mit Menschenkram aus. Danke. Ja, gerne, gerne. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Das ist toll. Mir fällt übrigens gerade, jetzt bin ich leicht getriggert, mir fällt gerade nämlich auf, dass sie die Stimme, wenn ich mich nicht irre, die Synchronstimme von, wie heißt sie nochmal? Die vierte Hexe von Charmed. Also nicht Prue, nicht Piper, nicht Phoebe, sondern die andere, die dann hinterher noch kam. Da hat sie auf jeden Fall die Synchronstimme von. Ein Lebkuchenhaus. Wollt ihr mich veräppeln? Stoff habe ich auch nicht. Orange-rotes Sumpfmilchkraut. Das könnte ich ihr bringen. Habe ich aber natürlich nicht dabei. Ich weiß auch nicht. Orange-rotes Sumpfmilchkraut. Ja, bis hoffentlich gleich. Nicht schlafen gehen, bitte. Ich komme sofort wieder. Orange-rotes Sumpfmilchkraut. So. Schauen wir mal. Orange-rotes Sumpfmilchkraut. Das war das hier, ne? Genau. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich bin natürlich wieder taktisch clever gewesen. So, tun wir die erstmal raus. Ich denke mal, die kommen dann auch hier rein. Das. So. Und wehe, Ariel geht jetzt gleich schlafen, bevor ich da war. Dann raste ich hier aus. So, Kieselsteine war auch hier drin, damit ich ein bisschen zumindest wieder Platz habe. Die sind drin. Dum, dum, dum. So. Orangefarbenes Sumpfmilchkraut. Das muss erstmal rüber. Dann nehme ich mir eins raus. Zack, viel habe ich davon nicht. Aber na gut. So.
Jetzt bitte, bitte sei immer noch in deiner Höhle. Okay, noch ist sie da. Ich habe nämlich keine Lust darauf, dass das jetzt gleich wieder verbuggt ist. Ja, Goofy, zu dir kommen wir auch noch. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal. Ist das so schön, wenn der Weg da hinten frei ist. Ariel, nicht abtauchen. Ich muss mit dir reden. Hallo. Hi, ich habe was für dich. Wo ist es? Moment, da oben. Bitteschön. Oh. Oh, Gameplayerin. Ich danke dir. Es ist wunderbar. Oh. Ja. Sehr schön. Die Kleidung sieht schön aus. Ich habe keine Ahnung, wie sie denn in Wirklichkeit aussieht. Weil, naja, manche sehen nicht so toll aus, wenn man sie anhat. Aber das sieht schon mal richtig schön aus. So, perfekt. Sie möchte aber trotzdem. Nächste Aufgabe ist gesperrt, weil. Ich denke, sie ist gerade 3 geworden. Oder ist sie nur 2 geworden? Moment. Ich habe hier auch noch was ich annehmen kann. So. Ja, ist okay. Nein, nicht Aufgaben. Ach, sie ist gerade Level 2 geworden. Okay, okay. Dann kann ich tatsächlich noch nichts mit dir machen. Na gut. Dann haben wir aktuell eigentlich Goofy. Wieso sind die eigentlich rosa? Kann mir das irgendjemand erklären, warum die rosa sind und die anderen alle blau? Hat das irgendeinen speziellen Sinn? Weil der ist ja alleine. Also es kann jetzt nicht an der Anzahl der Charaktere sein. Sie kommt ja quasi zu dritt, beziehungsweise zu zweit und Ursula alleine. Er ist auch alleine. Also nehme ich an. Es sei denn natürlich, dass wir sein Weibchen da, diese Eva oder Eva, glaube ich, hieß sie, dass wir die auch freischalten können. Ja. Ja, also hier mit Natur und Pflege. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich machen soll. Hier steht, das kann ein paar Tage dauern, aber ich habe schon 2 oder 3 Tage, konnte ich noch nicht mal mehr gießen. Deswegen, also das verwirrt mich ein bisschen. Die Aufgabe von Goofy, die werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ich würde sagen, damit das ein bisschen übersichtlicher ist, ich meine, jetzt haben wir 2, naja gut, das mit Remi, das ist mal eben abgegeben worden. Dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut in dem neuen Gebiet oben. Ich habe vergessen, über der sonnigen Ebene. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Und dann haben wir noch... Irgendwas haben wir noch gemacht. Nee, ich glaube, wir haben nur das gemacht, oder? Komm schon her! Nee! Okay, sonst stößt er mich immer weg. Ich wollte gerade schon sagen, aber jetzt backt er irgendwie durch mich durch. Auch nicht schlecht. Na gut, Hauptsache, er stößt mich nicht wieder weg, weil bei so einem großen Kerl, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier wirklich erstmal einen kleinen Cut, damit es ein bisschen geordnet zugeht. Und in der nächsten Folge, in der Hoffnung, dass es irgendwas vielleicht mit Stitch zu tun hat, in der nächsten Folge werde ich dann, sofern ich jetzt nicht beim Sammeln vielleicht irgendwo was finden sollte, was Wolli betrifft. Ich würde so gern plaudern. Oh, ich aber nicht, danke. Jetzt kommt die schon wieder angelaufen. Ja, also wenn ich das nicht finden sollte von Wolli, ich hoffe, dass ich, falls ich es finde, die Kamera im Hintergrund am Laufen habe, weil ich habe die nicht immer an. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur am Ernten bin oder so, habe ich die Kamera natürlich nicht an. Wenn ich zwischendurch sage, oh, ich will ja nur ein paar Beeren oder irgendwas einsammeln, habe ich die Kamera nicht an. Also beziehungsweise die Aufnahme nicht drin. Wenn ich aber sage, ich gehe jetzt rum und guck mal, ob ich irgendwas finde, was Wolli betrifft, dann werde ich sie anmachen. Das Problem ist nur, ich weiß natürlich nicht, ob ich in so etwas finde, weil es war schon unheimlich Zufall, dass wir dieses Bild gefunden haben. Ich glaube, es war beim Ausgraben. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ja, bin ich mal gespannt, ob ich dann das auch irgendwie finden werde. Ich hoffe, weil ich möchte gerne Wolli abschließen. Aber man muss dazu sagen, dass das, was am wichtigsten ist bei Wolli,
Ja, hi. Das, was am wichtigsten ist bei Wally, das haben wir ja schon freigeschaltet. Und zwar oben das Feld. Da muss ich jetzt noch die letzte Stufe machen für 50.000, was nicht gerade wenig Geld ist. Und ja, ich werde aber erstmal gucken, dass ich das neue Gebiet freischalte, dass ich einen Port hinbekomme, dass ich dann Goofys Stand ausbauen kann. Und ich hoffe inständig, dass wir dann schnell die Kürbisse auch machen können. Weil die sollen einem ja richtig, richtig viel Geld geben. Gerade wenn man dann so wie ich vielleicht einmal am Tag, höchstens zweimal am Tag, wenn es hochkommt, mal reingehen kann, um das abzuernten, dann wäre das natürlich klasse, wenn man mehr Geld bekommen würde, als jetzt nur das von den Möhren. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und denke, dass wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge mit Goofy weitermachen. Es sei denn, es kommt irgendwas Unerwartetes natürlich mit Wally. Bis zur nächsten Folge. Ciao!